Ich warte. Ist der Mage tot? Ist der Mage? Wir ziehen ihn zurück! Ja, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier noch weiter weg. Ich bin dabei. Bitte nicht da reinlaufen. Ah, nein, man wird wieder reingezogen. Vielleicht kommt der Lindwurm hinterher. Ah, ich glaube nicht. Sagt mir, wenn es denn sein muss. Gute Idee, das mir zu übertragen. Nein, wir sind auch hier. Sind wir hier drin sicher? Braucht ihr etwas? Braucht ihr? Ja. Auf weg, auf weg, auf bloß weg. Vorwärts. Auf weiter weg. Nein, er verfolgt uns. Was wollt ihr? Dreckiger Wurm. Verschlaft er? Ich helfe, wo immer ich kann. Oh, Timo, komm mal hier mit. Leichtfüßig und so. Wieso? So, können wir den Lindwurm einfach wegtöten? Oh, wie peinlich. Und Sorg. Oh, wie peinlich. Also wir stehen auf jeden Fall hier unten anscheinend gemütlich drinne. Münz geht's ja nicht so schlecht, der kann mal wieder hinterherkommen. Geht er eigentlich auch gut? Ja, ja, Münz hier laufen wir hinterher. Ah, der Lindwurm ist so gut wie Uppe. Ach, hier ist der Magier. Dann Münz kümmert sich mal um den. Wenn er nur der Magier ist, dann können wir auch mal hinterherkommen. So, Magier. So, der Lindwurm ist Uppe. Raus mit der Sprache. Wir können jetzt hier den Versklavten, der nur noch drin rumläuft. Was ihr wollt. So, ja, Hera, du bist ja nur fast gestorben. Aber wir haben genug Hals, aber du kannst mal. Nein, du kannst dann. Du trinkst lieber den kleinen Trank. Er ist wieder reingelaufen. Ja, gut gemacht, Kensei, Mensch. Ich bin bereit. Okay. Pah, schmeckt meine Axt. Gut. Ich würde sagen, alle sind alle. Und alle haben überlebt. Nein, haben nicht. Ah, jetzt sind alle. Ja, Minsk geht gleich mal von seinem Ding. Mal gucken, was der Lindwurm hier so hatte. Der hat einen Stab dabei. Ich glaube nicht, dass der den Lindwurm gehörte. Was haben wir hier? Oh. Ausrüstung vom Feinsten mal wieder. Wir brauchen Minsk. Ja. Der Hera nimmt so lange Ausrüstung vom Feinsten auf. Oh, schon wieder kein Platz mehr. Ja, du hast doch noch irgendwie 2 Reifelder. Warum zieht das wie auch Minsk in einen Irrgarten? Ich habe keine Befreiung da. Wir haben was Schätzisches. Achso, das Ding wird als Edelsteinhaufen angezogen. Ich hoffe, warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Wie kann das Schwert mit mir sprechen, wenn Minsk im Irrgarten ist? Ich will das ja wohl kaum zurücklassen. In Bayer waren's. Der wird wohl kaum so ein tolles Schwert einfach ablegen. Was gibt selbstverständlich? Was machst du da? Was ist das? Einfach Sklaven. Ja, bring ihn einfach um. Ah, der Minsk ist wieder da. Auch hingeht, macht das böse. Nein, Minsk, nein! Du bist genauso gut wie unser Hauptheld. Warum bin ich nur von krippligen Idioten umgeben? KI. Künstlicher Idiot. Ja, ja. Sei doppelt vorsichtig. Mach in ihrem Namen alle Ehre. Bei dem Synonym für KI. Dem echten. Ja, was hat der denn jetzt dabei? Der hatte noch. Oh, der hat noch einen Stab und auch noch Tränke. Hier, Mensch, jetzt kannst du mal. Ich wackel die ganze Zeit voll dumm mit meinem Bein. Ich hoffe, das macht keine unnötigen Geräusche. Was haben wir hier überhaupt? Ja, ich würde gerne lesen, was ich da angeklickt habe. Die Stützstange des Lindwurms windet sich, als ob sie leben würde. Sie fühlt sich weich und organisch an. Ja, jetzt war ich selbst schuld, dass ich Minsk in seinen Gelaber gesprochen habe. So, hier. Heilt ihn. Ihr alle. Eri auch. Du magst ihn doch, dann darfst du ihn auch heilen. Obwohl wir wissen nicht mehr, ob du ihn so wirklich mehr magst. Oder doch magst. Das müssen wir nochmal bei Gelegenheit rausfinden. Ja? Vermutlich erst mal mit einem Quicksave der Fall, nachher läufst du uns noch weg. Oh, ja, ja, Hera geht's gut. In Ordnung. Genau, holt euch den Schwertschläger. Okay, jetzt wissen wir schon mal, was hier ist. Ich meine, da drüben finden wir jetzt die lustige Kugel. Genau, hier ist dieser, Herr der Versklavten. Nein, ich werde nicht wieder beim Einatmen sprechen, weil das verdammt nochmal verdammt wehtut. Ihr seid diejenigen, die diesem Gefängnis und meinem Sklaven so viel Unruhe bereitet haben. Nun, dem werde ich jetzt ein Ende setzen. Ja, wir ziehen uns erstmal zurück. Ah gut, er teleportiert sich hinterher. Ihr seid direkt hinter mir. So, du greifst ihn im Nahkampf an. Wir haben auch eine +3 Waffe, also können wir ihm auch... Ah, dumm. So, du dahin. Du dahin. Ja, Hera, was hast du überhaupt? +3, das reicht.
glaube, plus zwei wird sogar reichen. Ich warte auf euren Biff ganz meinem Herzen. Was soll sofort? Nee, du machst irgendwas Schönes. Ich weiß noch nicht was. Ich glaube, Chaos bringt auf dir nichts. Aber es wäre lustig zu erfahren, ob es funktioniert. Oh, cool. Er hat ja Hera und Ding jetzt einfach mal. Ja, natürlich. Er macht alle starr, alle laufen dumm rum und er darf ja der Eri töten. Genau. Dummes Drecksvieh. Hoffentlich, ja gut, da habe ich gespeichert. Ich war einst eine Mondklinge, müsst ihr wissen. So, machen wir das anders. Wir wissen ja, was da kommt. Hier, wir sind nicht mehr gesegnet. Das müssen wir mal wieder erneuern. So, was die brauchen Dienerin wir nochmal neu? Natur hast du noch irgendwas bereit. Tolles? Aha, den Heilring brauchen wir jetzt nicht. Den können wir uns noch aufheben. Du könntest auch noch segnen. Dann segnest du lieber und wir gucken, ob Eri was ich Tolles helfe, noch wo hat. Immer ich kann. Eri hat noch einen Gesingesang, sang, sing, sing, song. Sing. Sing, sang, song. So. So. Was kann ich tun? Ja, die beiden schwächlichen Fernkämpfer verstecken sich irgendwo. Obwohl Eri versteckt sich nicht. Eri bastelt sich ein paar Meteoriten. Weil Meteoriten toll sind. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Achso, ihr geht noch ein bisschen weiter nach unten. Ich werde mir es was tun. Ich hoffe, das bringt was. Ja, wir kennen dich. Wir ziehen uns zurück. Dann teleportier dich mal zu uns. Deine oder ihr Zeit kommt zu uns. Mir ist das egal. Wir können auch erst euch wegtöten. Dann haben wir später mit dem Dämon weniger zu tun. Okay, er ist nicht einfach da unten irgendwo hingekommen. So, zwei Luftelementare tot. 10.000 Erfahrung dafür bekommen. Hier, komm her. Ja, du bist schon verletzt. Oh, schwer verletzt. Du armes Viech. Oh nein, der teleportiert sich irgendwo hin. Hoffentlich nicht unten. Ich hasse es, wenn sie das tun. Wo bist du? Kuckuck. Wir suchen dich. Wir hätten dich gern hier. Oh nein, er setzt irgendwo Regeneration ein. Und ich weiß nicht wo. Ätherisierung. Herr der Versklavten. Also er hat dich verätherisiert. Und jetzt regeneriert er sich irgendwo. Oh, und da unten kommt er natürlich raus, was auch sonst. Lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Nein! Eri. Wie kann man nur? Warum darf er sich verärterisieren? Ich sehe das gar nicht ein. Wisst ihr, mein früherer Besitzer sagte immer, ich sei scharf wie Nachbars Lumpi. Das war ja ein solcher Nusskopf. Ihr zeigt mir wo. Ja, ein Nusskopf. Ich finde gerade irgendwie alles lustig. Ja? Ich weiß auch nicht warum. So, nochmal das Ganze. Tötet ihn bitte, diesmal, bevor er seinen Scheiß machen kann. Warum darf er überhaupt zaubern, wenn ich gerade auf ihn hacke? Achso, wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Ist ja natürlich klar. Luftelementare, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das gefällt mir gut. Ja, die Natur. Natürlich, ja, Hera. Die Natur macht hier überhaupt nichts. Deine Waffen sind durch Technik erschaffen worden. Sieh das gefälligst ein. So, wir gehen hier unten hin und gucken erstmal, ob wir speichern können. Ja, wir können speichern. Können wir uns jetzt hier einen Lumpi da vornehmen? Den Medienrüpel. Er zaubert irgendwas, das sehe ich doch. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn! Nein! Ich weiß schon, was passieren wird. Wir gehen gleich hier unten hin. Irgendwie habe ich jemanden nicht mehr. Ah ja, Hera steht da dumm rum. Ja, taucht ihr jetzt unten? Dann sag machen mir, wir das anders. Geht zu Yahera zurück. Ihr kommt was auch einfach zu Yahera. Ich werde es so. Yahera kann sich ja leider nicht selbst die Gesegnung geben. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Also, ach, der Todesaufstehstab hat 10 Ladungen. Das ist praktisch. Gesegnung. Wo bist du? Da bist du. Ja, mach mal, Eri. Besser ist das. Dann heil sie nochmal, wenn wir gerade eh schon dabei sind. Ja, der Dämon muss wahrscheinlich einsehen, dass er eh keine Chance hat. Und ich mich ärgere, wenn ich schon eine Person verliere und darum, ach nein, du sollst dich nicht selber heilen. Genau, dann will ich auch, wenn mir jemand sagen würde, ich soll mich selber heilen. So. So, da ist er ja wieder. Dann greif dir mal alles schön an. Hier, du hast eine Schleuder in der Hand. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze. Ja, lauf vor ihm. Ja, er teleportiert sich auch zurück. Es soll geschehen. Wie kann man nur so nervig sein? Wieso muss er auch teleportieren können?
Boah, jetzt stellt euch doch mal vor den und... Was in Ordnung. Was tut er? Warum ist er so irrifixiert?